1, 2, 3, 4, 5. Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge Space Engineers. Ja, wir sind dabei, hier abzubauen und das andere aufzubauen. Was uns in der Basis noch fehlt, ist die Raffinerie. Aber ich wollte hier erstmal so ein bisschen aufräumen, leer machen. Weil wir haben hier notfalls immer noch den Reaktor, den haben wir hier nicht. So, das Ding kann schon mal weg. Da fehlt noch ein bisschen was. Gut. Der Sauerstofftank. Da sollten wir vielleicht mal nein, das bringt nichts. Okay. Das haben wir. Und hier fehlt noch ein bisschen was. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz einfach laufen. Und das war's. Ist leer. Das ist richtig ärgerlich. Komme ich da ran? Ja, ich komme da ran. So, den bitte auffüllen. Das bitte auffüllen. Und das auch. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt komplett ab hier. Ist egal. Hey, nicht so weit fliegen. Gut, wir brauchen als nächstes eine Raffinerie, weil die müssen wir abbauen. Und ich würde mal sagen, das ist hier bei uns die 4. Jawohl, das ist die 4. Zack. Da kommt sie hin. Und hier kommt die zweite hin. Und die dritte. Und die vierte. Und die fünfte. So.
Hier fehlen uns ein paar Computer. Hier fehlen uns Stahlplatten. So, und Stahlplatten, weil damit fängt das Ganze ja an, ja. Da fehlen uns die Computer, aber das ist erstmal nicht schlimm. Weil notfalls können wir eine von den Montageanlagen auseinandernehmen. Für eine von denen, die schon fertig sind. Stahlrohr, Computer und Stahlplatte fehlt hier auch. Hä? Okay. Ah ja. Stahlrohr und Stahlplatte. Computer, Motoren brauchen wir auch noch ein paar. Stahlplatten haben wir keine mehr. Computer haben wir zwei. Großes Stahlrohr. Herstellungskomponenten, Motoren. Ja, sobald wir unseren Länder auseinanderbauen, finden wir ja wieder einiges. Herstellung und Motoren, genau. Ganz wichtig hier die erste, weil die brauchen wir dringend. Okay, Stahlplatten und Computer fehlen uns. So, dann wollen wir doch mal gucken, unsere Produktion. Ob wir hier so ein paar Computer hergestellt kriegen. Denn ein bisschen Silizium haben wir ja. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. 100 Stück. Der auch. Drei. Ja gut, hier fehlen Stahlplatten. Aber zumindest bis auf die Stahlplatten haben wir jetzt hier alles fertig, ne?
Ja. So, was ist hier? Hier fehlen uns noch mal 80, 68. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und dann brauchen wir mal eben tausend Stahlplatten. So, die brauchen wir. Die brauchen wir. Und dann gucken wir mal. Jawohl, das Teil ist fertig. Das ist fertig, das ist fertig. Das ist fertig. Hier fehlen reichlich Stahlplatten. Und hier fehlen auch nur noch Stahlplatten. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir hier das einsammeln, was hier durch die Gegend geflogen ist. Was? Okay. Der Sauerstoffgenerator, genau. Und dem müssen wir jetzt mal so ein bisschen das Eis abnehmen. Machen das einfach alles hier rein. Und guck mal einer an. Wir haben Sauerstoff und Wasserstoff. Das weg und das auch weg. Sehr schön. So. Ja, eigentlich brauchen wir hier gar nichts mehr. So, schauen wir mal. Jawohl. Noch eine fertig. Und hier fehlen uns noch etwa 1000 Stahlplatten. So, die haben wir.
Das haben wir auch. Nur das, was uns vorhin weggeflogen ist, das habe ich immer noch nicht wiedergefunden. Jawohl, das wird auch verarbeitet. Gut, ist hier noch irgendwas drin? Nein. Okay. So, die ist auch fertig. Jetzt brauchen wir diese... Oh, wie heißen die denn? Da. Die 8 sind Effektivität. Und 9 ist Produktivität. Produktivität kommt auf... Also Produktionsmodule hier drauf. So, und die Effektivitätsmodule, das ist dann die 8. Kommen alle hier drauf. Ups. What? Alles klar, das haben wir geschafft. So, jetzt kommt... dafür brauchen wir aber interne Panzerung. So, das haben wir auch. Ja, jetzt brauchen wir diese Lichtbogenöfen, weil die sind halt ganz einfach effizienter. Ich glaube, das ist die 9, ne? Kann das sein? Lichtbogenofen, jawohl. Autsch. So, und ich glaube, da gibt es auch nichts wie Effektivitätsmodule oder irgendwie was. Nein, gibt es nicht. Stahlplatte brauchen wir dafür. Okay. Holen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
fangen wir hier einfach mal. Ne, wir fangen einfach mal hier hinten an. Hier. Ganz einfach, weil wir dann von der darüber schon mal was rausgeben können. Und hier genauso. Und so, die nehmen wir mit. Interne Panzerung. Na nun, spring doch da drauf. Die hatten wir eben schon weggepackt. So. Ja, aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.